Erdmännchen als Detektiv, das gibt's nicht überall. Mit diesen beiden geht nicht schief, sie lösen jeden Fall. Schneller als die Polizei, macht euch auf was gefasst. Jan und Henry sind die zwei Verbrecher. Wenn wir der Griffin 3 Mandelkekse, 3 Schokokekse und 3 Zitronenkekse kaufen, dann haben wir insgesamt 9, richtig? Nee, dann haben wir für die Gräfin 0 Kekse. Was? Wieso das denn? Ja, weil du sie vorher wieder alle aufisst. Halt! Steh bleiben! Geht mal einen Schritt auseinander! Steht gerade! Nehmt mal einen Arm hoch! Das passt! Perfekt! Ihr habt den Job! Was denn für ein Job? Als Pfosten. Für unser Fußballtor. Fußballtor? Wir wollen Fußball spielen. Ja, wir sind doch der HSV. Der Hamster-Sportverein. Und da fehlt euch ein Tor? Ja, und Fußbälle. Und Mitspieler. Und ein Rasenmäher. Denn das Gras in unserem Garten ist viel zu hoch. Aber wir haben uns schon ganz tolle Fußball-T-Shirts selbst gemacht. Aber warum ist denn da ein Hummer drauf? Och, Mann, seid ihr blöd. Das weiß man doch. Auf jedes Sporttrikot gehört ein Spielerhummer. Nee, nicht Hummer, Nummer. Eine Zahl. Mann, bist du blöd. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Oh, da müssen wir uns dringend neue Shirts nähen. Hallo, habe ich das richtig mitbekommen? Ihr seid ein Fußballteam? Ja, ganz genau richtig. Das sieht man doch an unseren schicken Shirts. Ich würde gerne mitmachen. Als was denn? Als Torpfosten? Wir wollen das nämlich nicht sein. Nein, ich wäre gerne Mitspieler. Mein Papa hat mir nämlich versprochen, dass ich in einen Fußballverein eintreten darf, wenn ich in Mathe eine 1 bekomme. Und für eine Fußballmannschaft braucht man 11 Leute und ihr seid nur zu dritt. Also fehlen da noch 6. Du meinst 8. 3 + 8 sind 11. Oh, echt? Bist du dir wirklich sicher, dass du in Mathe eine 1 bekommst? Ja, absolut sicher. Die Ergebnisse hole ich mir beim Hausaufgabenservice. Hausaufgabenservice? Ja, der hat ganz neu aufgemacht, gleich da drüben. Die verkaufen einem alle Lösungen. Für eine Hausaufgabe bezahlt man nur 2 €. Das klingt aber sehr merkwürdig. Ist sowas denn erlaubt? Das sollten wir uns mal ansehen. Hier muss es sein. Ich frage mich wirklich, wer auf so eine Idee kommt, einen Hausaufgabenservice aufzumachen. Womit kann ich dienen? Krokodella? Ach, ihr zwei Fusselbürsten. Du verkaufst Lösungen für Hausaufgaben? Ja, super Idee, was? Damit mache ich einen Haufen Kohle. Ihr werdet schon noch sehen. Das ist überhaupt nicht gut. Den armen Schülern das Geld aus der Tasche ziehen. Quatsch, ich bin jeden Euro wert. Außerdem gibt's bei mir Mengenrabatt. 5 Hausaufgaben zum Preis von 4 macht 12 €. Der Preis für 4 Hausaufgaben wären aber 8 €, nicht 12. Woher willst du das denn wissen? Hab ich nachgerechnet. In meinem Kopf. Im Kopf? Pah, das geht doch gar nicht. Wie rechnest du denn die Lösungen für die Hausaufgaben aus? Das geht euch gar nichts an. Ihr wollt mir doch nur die Idee klauen. Das ist Betriebsgeheimnis. Und außerdem muss ich jetzt weiterarbeiten. Der Tag hat schließlich nur 27 Stunden. 24 Stunden? Ach, 5 Stunden mehr oder weniger ist doch auch egal. Ja, aber... Wenn ihr so gut im Kopf rechnen seid, dann habe ich jetzt auch eine Aufgabe für euch. Wie viele Erdmännchen gehen durch eine Tür? Hä? Alle! Los, raus, 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 raus! Würde mich schon interessieren, wie Krokodella das mit den Lösungen für die Hausaufgaben macht. Da ruft einer an. Bei Krokodella? Nein, bei uns. Oh, ja. Guten Tag, hier bei Jan und Henry, den Erdmännchendetektiven. Was können wir für Sie tun? Meine Ziegen wieder auftreiben. Hier auf meinem Bauernhof wurde eingebrochen. Alle Ziegen wurden aus der Scheune geklaut. Bleiben Sie doch mal ganz kurz in der Leitung. Guten Tag, hier bei Jan und Henry, den Erdmännchendetektiven. Was können wir für Sie tun? Mir helfen. In unserem Möbelgeschäft wurden alle Bälle aus dem Bällebad gestohlen. Jetzt müssen das die armen Kinder ausbaden. Augenblick mal.
Guten Tag. Ja, guten Tag, von wegen. Aus meiner Malerwerkstatt wurden lauter Tapetenrollen geklaut. Ich könnte die Wände hochgehen. Oh, darauf hätte ich keinen Bock. Nein, ich hab keinen Bock. Geklaut. Ich bin echt von der Rolle. Nein, das bin ich. Haben Sie keine Sorge, wir werden uns um alles kümmern. Gleich drei Diebstähle auf einmal. Ja, und im Gegensatz zu Krokodilla können wir uns im Kopf ausrechnen, was das heißt. Das heißt, das sind drei neue Fälle für die Erdmännchen. Die Probleme angepackt und die Rätsel schnell geknackt. Ja. Drei Diebstähle so kurz nacheinander. Das ist schon verdächtig. Vielleicht war das dann auch alles der gleiche Täter. Ja, aber wozu klaut jemand Ziegen, Bälle und Tapeten? Jetzt weiß ich's! Ich auch! Die Hamster! Die meinten doch, das Gras in ihrem Garten ist zu hoch. Genau, das können die Ziegen wegfressen. Und die Bälle in dem Bällebad, die benutzen sie als Fußbälle. Und die Tapeten, das werden sie uns verraten, was sie damit machen. Jetzt kommt schon raus, ihr blöden Ziegen! Aha! Erwischt! Ich kann jetzt nicht! Wieso? Musst du noch mehr Sachen klauen? Was? Sachen klauen? Na, die Wand, da willst du bestimmt mit der Tapete tapezieren, stimmt's? Und eben hast du mit blöden Ziegen gesprochen. Ihr seid selber blöde Ziegen. Ja, genau. Ihr seid das? Und wo sind die ganzen Bällebadbälle? Die habt ihr doch geklaut für euer Fußballspiel. Fußballspiel? Wer spielt denn noch Fußball? Das ist doch voll doof. Wir trainieren jetzt für was anderes. Unsere Modenschau. T-Shirts mit Zahlen draufnähen macht total Spaß. Ja! Ja! Spaß! Deshalb haben wir uns neuen Stoff besorgt und eine Nähmaschine. Und Musik. Hier sehen Sie Hamster in einem modischen Trikot aus feinster, elastischer Baumwolle mit einer applizierten 5 in serifenloser Form. Wetterfest und passend für jede Gelegenheit. Und hier sehen Sie Hamster im Modell Nummer 2 mit der Aufschrift 8. Das Modell besticht durch eine synthetische Naturfaser mit dezenten Umrandungen im gelblichen Gelb. Absolut zeitlos und stubenrein. Ich glaube, die waren's doch nicht. Das habe ich mir ja gleich gedacht. Hey, wo rennt ihr denn hin? Ihr könnt bei uns mitmachen. Als Kleiderständer. Oh, sieh mal, Henry. Da ist ja dieser Schüler, den wir gestern getroffen haben. Was hat er denn da in der Hand? Das sieht ja aus wie ein Stück Tapete. Hat der etwa die Sachen geklaut? Aber warum? Mann, ist doch klar, damit er sie verkaufen kann. Damit er Geld hat, um sich bei Krokodilla die Hausaufgaben kaufen zu können. Na warte, den schnappen wir uns. Halt! Stehen bleiben! Wir wissen alles. Ja, wenn ihr alles wisst, dann hätte ich euch besser meine Hausaufgaben machen lassen sollen. Was ist los? Die Antworten, die ich mir beim Hausaufgabenservice gekauft habe, waren alle falsch. Echt? Ja, das wundert uns fast gar nicht. Aber warum hast du da die geklaute Tapete in der Hand? Na, da stehen doch die Lösungen drauf. Beziehungsweise nicht, denn die sind ja alle falsch. Oh, das tut uns leid. Darf ich mal sehen? Aufgabe 1. Ein Bauer hat 6 Ziegen. Wenn er noch einmal halb so viele dazu bekommt, wie viele hat er dann? Was? Ziegen? Ja. Aufgabe 2. In einem Bällebad sind 800 Bälle. Die eine Hälfte ist gelb, die andere Hälfte zu je gleichen Teilen blau und rot. Wie viele Bälle sind blau? Lass mich raten. Die nächste Aufgabe hat mit Tapeten zu tun. Richtig. Wie viele Bahntapete passen an eine 5 Meter breite Wand, wenn eine Bahn 50 Zentimeter breit ist? In den Aufgaben kommen die ganzen Sachen vor, die gestohlen worden sind. Und vor allen Dingen stehen sie auf einer gestohlenen Tapete. Das kann kein Zufall sein. Hallo? Krokodilla? Wir müssen mit dir reden. Jetzt seid endlich still. Ich muss euch ausrechnen. Krokodilla?
Wenn ein Bauer 6 Ziegen hat und halb so viele dazukommen, wo soll ich denn jetzt halbe Ziegen herbekommen? Jetzt bleib doch mal hier. Nicht die Bälle fressen, die muss ich noch zählen. Ach nee. Ach, was wollt ihr denn schon wieder hier? Ihr stört mich bei meiner wissenschaftlichen Arbeit. Du hast die ganzen Sachen geklaut. Ja, wie soll ich den ganzen Quatsch denn sonst ausrechnen? Mit dem Kopf. Boah, das klappt doch nie. Ja, aber besser als mit den Sachen, wie es scheint. Die Antworten, die du verkauft hast, waren nämlich alle falsch. Na und? Dann ist doch alles prima. Ihr fandet es doch eh doof, dass ich die richtigen Lösungen verkaufe. Dann verkaufe ich eben falsche. Wir hätten auch eine Aufgabe für dich. Wenn ein Krokodil 800 Bälle, 6 Ziegen und mehrere Tapeten klaut, um damit die Hausaufgaben von Schülern auszurechnen... Und wenn das Krokodil den Schülern das Geld aus der Tasche zieht, obwohl die Lösungen falsch sind... Wie lange muss das Krokodil dafür ins Gefängnis? Keine Ahnung! Dann gebe ich dir einen Tipp. Sehr, sehr lange. Ja, da fällt mir ein, ich wollte die Sachen gerade zurückbringen und den Schülern ihr Geld zurückgeben, denn ich wollte mich beruflich umorientieren. Ja, das trifft sich ja gut. Wir hätten einen Job für dich. Danke, dass ihr mir Nachhilfeunterricht gebt. Aber gerne doch. Also nochmal. 8 + 2 = 10? Nächste Aufgabe. Was ergibt 2 hoch 2? 2 hoch 2 ergibt 4? Ja, ich hab's kapiert. Die nächste Aufgabe schaffst du bestimmt auch. Moment. Wir ziehen uns schnell andere Zahlen an. Wir sind gleich wieder da. Doch, ich hasse diesen Job als Kleiderständer. Schnell, ich brauch was zum Anziehen. Ja, nimm das hier.